Tombstone. Der macht mir echt Kopfschmerzen. Undurchdringliche Haut plus null Moral gleich großes Problem. Hoffe, Autos zerlegen ist das Schlimmste, was er so macht. Ich bin gespannt, was bei Tombstone so abgeht. So, und dann hier noch lang. Ja, den kriegen wir auch noch klein. Wir müssen ihn dann nur einwebben. Okay, wir kommen immer näher, wir sind gleich bei dir. Nicht da lang. Das ist er doch. Alter, spring doch einfach los. Ich verliere es. Alter, ernsthaft, bist du so kacke? Hey, Freak! Nachrichten gesehen? Die Dämonen sind. Da! Der Laster! Na, ihr Sonntagsfahrer? Spider-Man, ruf Verstärkung! Behaltet ihn im Auge! Hey, die ganze Bande ist da. Verlieren gegen einen Typen im Kornanzug. Ja. Glaube ich nicht. Das wage ich ernsthaft zu bezweifeln, mein Freund. Es bin nicht alt. Weg damit. Puh. Biker erledigt. Mal sehen, was im Laster ist. Tombstone. Nee, doch nicht. Chemikalienbehälter. Aha. Aber alle sauber geschrubbt. Offenbar kommen die alle vom Alchemax-Werk in Harlem. Hm. Aber was war in ihnen drin? Das ist eine gute Frage. Das Geräusch bedeutet das Ende unserer Blitzrunde. Sollte mal bei Alchemax vorbeischauen und herausfinden, was in diesen Fässern war. Tombstone plant da was. Wahrscheinlich illegal. Definitiv gefährlich. Definitiv. So, die Mission haben wir abgeschlossen. Sehr geil. Ach guck mal, hier haben wir ein Fisk-Gebäude. Und da haben wir ein Dragon-Gebäude. Machen wir denn da am besten? Otto. Wir müssen zu Otto. Ne, die habe ich. Ach da. Wir gehen erstmal zu Otto. Einfach Bonus bekommen. Ui.
Es ist ein schmaler Grat zwischen Verschwörungstheoretikern und Leuten, die ein klares Muster erkennen. Aha. Auf diesem Grat stehe ich. Und ich bin mir sicher, Gemeinsamkeiten zwischen den Dämonenangriffen auf Oscorp und Norman Osborn zu sehen. Das Motiv? Wahnsinnige haben selten Motive. Aber es ist wohl kein Zufall, dass sie sowohl eine Säule unserer Unternehmenswelt als auch das Zentrum unserer Stadtregierung angreifen. Das ist ein Angriff auf unsere Lebensweise. Und davor habe ich immer gewarnt. Wer mir zugehört hat, ist bereit. Für alle anderen bete ich. Jonah, du weißt Bescheid. Taube im Visier. Ja, später. Und die Jagd beginnt. Oder auch nicht, weil jetzt müssen wir erstmal zu Otto. Ich habe kein gutes Gefühl bei Otto. Ah, da musst du doch eben kurz ein Stückchen trinken, ja, immer. Hallo. Petey Boy. Schön im Kittel. Weiße. Hör mal. Octavius and the Street. Hey, tut mir leid, bin zu spät. Morgen, Parker. Ist es Abend? Ah, ist egal. Es ist mitten in der Nacht, aber ist okay. Checken Sie die Neurosensoren, ja? Die müssen schneller reagieren. Bin dran. Alles klar. Unter 3 Millisekunden wäre gut. Wenn ich das rekonstruiere, kann ich Tombstones Fahrzeuge verfolgen. Ach, sieh mal eine an. Auch noch Eigennutz bei der Arbeit. Oh, was machen wir denn hier Schönes? Okay. Ja, ja, easy. Easy, gleich kommt's. Pass auf. Nein! Ah, wieso habe ich denn keine Kurve mehr? Warte. Tata. Das sollte reichen. Zeit für einen Test. Ja, ja, später. Jetzt erstmal das. ...5,7 haben wir, 3 Millisekunden brauchen wir. Drücke, um die Diagnose zu starten. Okay, vielleicht eine Optimierung des Lastrelais.
Oh. Dünn, 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 dünn. Sehr schön. Okay, und jetzt? Ah, 4,9 haben wir schon mal. Da ist wohl irgendein Widerstand im Neurosensorkreis. Okay, dann müssen wir den auch noch fixen. Alles gefixt? Der ist fix. Verdammt. Die sind alle fix. Ah. Haha. Fertig. Na? 3,6. Ist okay, oder? Das Störverhältnis ist echt brutal. Ein neuer Signalprozessor reduziert den Lag. Okay, dann müssen wir den jetzt auch noch. Oh, was eine komplizierte... Gut, also wir müssen so... Und so. Alles klar. So, warte. Wir geben ihm erstmal. Wir brauchen 5. Wir geben ihm erstmal pro forma nur einen. So, dann gehen wir ums Eck rum. Dann sind wir schon mal bei plus 4. Gehen. Nach oben. Geben ihm wieder minus 1. Gehen nach unten. Shit, und haben ein Problem. Ah. Wo kann ich einen austauschen? Ja, warte. Ach, fuck. Pam, pam. So, jetzt aber hier. Neuralchip, 2,8 Millisekunden Reaktionszeit. Wunderbar. Na, da bin ich jetzt mal gespannt.
Komplett Schaltplan zum Upload abgeschlossen. Hab es, Doc. 2,8 Millisekunden. Gute Arbeit, Peter. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Hat schon die Hand auf den Schalter. Ja. Es ist schon geil, ne? Wenn wir nicht wüssten, was da passieren kann. Das könnte man kleinen Erfolg nennen. Ich würde das eher unglaublich nennen. Brauchen Sie Hilfe? Ja. Ach ja, Otto, Mensch, ey. Doktor, was fehlt Ihnen? Ist das so offensichtlich? Ja. Meine Ärzte nennen es degenerative neurologische Störung. Vermutlich durch den Umgang mit toxischen Chemikalien in meiner wilden Jugend. Das tut mir leid. Kann ich irgendwas tun? Sie tun schon was. Das Schlimmste daran ist, es betrifft ausschließlich die Muskulatur. Der Geist arbeitet weiter, aber kann nicht mehr handeln. Nur Sie wissen davon, Peter. Ich möchte, dass das so bleibt. Selbstverständlich. Vielleicht suchen Sie sich lieber etwas mit mehr Zukunft. Der Grund, warum ich hier arbeite, ist das, was Sie hier oben haben. Und das verschwindet nicht. Und ich auch nicht. Ach ja, Piet und Otto, Mensch, ey. So eine vielversprechende... Oh, Peter, bevor ich es vergesse, es gibt da einen faszinierenden Artikel über Möglichkeiten für die neurale Schnittstelle. Ich schau's mir an. Danke, Doc. Schau euch mal an. Und was ist das da? Eine Banane? Doc liebt die. Er hatte sie an der Universität bei der Arbeit mit radioaktiven Isotopen auf. Er sagt, durch sie bleibe er demütig. Ja, der gute Doc. Was ist das, Doc? So ein Material habe ich noch nie gesehen. Dient zum Verschweißen. Unglaublich, was? Die magnetische Isolierung begrenzt die Kreuzkontamination zwischen der neuralen Schnittstelle und den Armen. Ja. Wir basteln uns unsere neuen Superschurken. Oh ja, meine Wall of Fame. Ein Panzer auf zwei Beinen. Mit Rhinos gesammelten Sachbeschädigungen könnte man Manhattan dreimal zerstören. Hm. Electro war mein erster Schurke mit echten Superkräften. Vorher gab es nur normale Typen in schicken Anzügen. Electro war anders. Ganz anders. Ja, Electro hatte schon was. Bei unserem letzten Kampf hat Scorpion gefragt, ob er mir mal zeigen soll, was ich in meinem Schädel habe. Ein echter Witzbold.
Vulture könnte der klügste Kopf an dieser Wand sein. Nicht klug genug, um dreimal lebenslänglich zu vermeiden, aber trotzdem ziemlich gewitzt. Ja, die hatten schon alle was drauf, ne? Ich warte ja nur darauf, dass die alle aus dem Raft ausbrechen. Ich erinnere mich noch gut an mein Bewerbungsgespräch. Ich hatte Flecken auf meinem Hemd und war 10 Minuten zu spät, weil ich einen Überfall verhindern musste. Ich kann immer noch nicht fassen, dass Doc mich eingestellt hat. Direkte Schnittstelle mit den Basalganglien. Aufregend und riskant. Ich weiß nicht, Doc. Man braucht ein Gallium-Seiden-Array, damit das klappt. Und selbst dann ist das Verletzungsrisiko hoch. Gallium, genial. Und die Risiken kriegen wir noch in den Griff. Ja, ich bin froh, dass ich helfen konnte. Doc ist sehr krank. Er könnte die Kontrolle über seine Motorik in einem Jahr verlieren. Und wenn wir nicht aufpassen, macht ein intrakranielles Implantat es nur schlimmer. Bis zur Persönlichkeitsveränderung. Wir müssen vorsichtig sein. Tja. Doc, Doc. Doc, Ock. Peter schöpft Verdacht. Er verbirgt es, aber ich spüre es. Er hat das Zucken bemerkt, die Verschlechterung meiner Feinmotorik. Naja, ich wollte ja einen Genie zum Assistenten. Natürlich weiß er es. Ich brauche mehr Zeit. Meine Arbeit kann das Leben von Millionen verbessern. Millionen von Leben retten. Auch mein eigenes. Ich brauche nur mehr Zeit. Tja, die Absichten sind immer gut, ne? Was dann am Ende bei rumkommt. Konnektoren, Sensoren, Carbon, organische Fibers, Extendable, ja. Haben wir ja gerade gesehen. Da sind ja schon die schönen. Oh, Doc. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Oh. Ja. Doc, tut mir leid. Meine Tante schreit. Kein Problem, Peter. Ich wollte ohnehin gerade Pause machen. Aber erst noch die Telemetriedaten. Danke. Dauert nur ein paar Stunden. Na, siehste? Ich hab's doch gewusst. Ich gehe zur Tante May. Tante May besuchen. Ach ja. Schon ist hier der Tag. Ach, die Sonne scheint endlich wieder in New York. Hi, May. Lass mich raten. Verspätung? Nein, bin sogar schon unterwegs. Hast du was von Miles gehört? Nein, aber seine Mutter meinte, er kommt, also... Gut, ich komme gleich. Bis dann. Wir könnten auch schnell reisen, ne? Aber das ist irgendwie nicht so das Gleiche. Das hier ist doch viel geiler als eine Schnellreise, oder? Hör mal. Aha. Die nächste Anruferin spricht über etwas, das ich schon lange geahnt habe. Also ich steige gestern aus der Badewanne und sehe zum Fenster. Und was sehe ich? Spider-Man schwingt vorbei, als wäre seine Wohnung. Ich war nackt. Sie haben mein Mitgefühl, Madam.
Wenn man sich vorstellt, welche abartigen Leute sich überhaupt erst so verkleiden, ist es nicht mehr weit bis zu erbärmlichen Spannern. Da ist es egal, ob man im Erdgeschoss oder im 30. Stock wohnt. Ziehen Sie die Vorhänge zu, verriegeln Sie die Fenster. Ein perverser Netzspinner ist unter uns! Alter, Jonah, was stimmt mit dir nicht? Selbst wenn ich da vorbeigeschwungen bin, ich hab's überhaupt nicht bemerkt. Hallöchen, ich muss mal kurz hier so. Ui. Was ist dein Problem? Ich weiß es noch nicht. Was machst du hier? Oh oh. Ganz mutig. Das war dein letzter Fehler, Penner. Was zum... Braucht man echt so viele Leute, um einen Teenager auszurauben? Vorbei. Bist du verletzt? Schade, aber auch. Du bist Spider-Man. Du bist der unglaubliche Spider-Man. Du bist der fantastische Spider-Man. Und noch andere Adjektive, die Jameson benutzt. Hey, das war echt mutig. Aber nächstes Mal überlass das den Profis, okay? Okay, aber wenn gerade keine da sind? Na, du kannst so große Kerle nicht einfach angreifen. Ich meine... Versteh mich nicht falsch. Ich kämpfe ständig gegen größere Typen. Aber dann habe ich auch... Wie damals, als du auf der Brücke gegen Rhino gekämpft hast. Das war echt großartig. Perfektes Beispiel. Wenn der andere größer ist, musst du schneller sein. Okay? Okay, aber für dich ist das vielleicht einfach. Aber ich kann halt nicht, was du kannst. Okay, fahr ich da hoch. Echt jetzt? Ja, na los. Erstens... Das ist, lass dich nicht vom Adrenalin leiten. So lieb. Atme langsam und tief. Bleib cool. Hüfte ausrichten. Lass den Gegner kommen. Setz die Füße ein. Wenn sie die Balance verlieren, nutz die Gelegenheit. Boom. Etwa so? Ja, ja, ganz genau. Okay, nur diesmal schlag mich richtig. Direkt aufs Kinn. Okay? Ich halte das drauf. Oh, sorry. Nein, nein, nein. Alles gut. Mach immer weiter so und, du kommst klar. Okay. Lektion vorbei. Ich muss los. Hey, danke. Und so. Jederzeit. Das war Spider-Man. Na, ja, er ist schon guten. Jetzt sind wir Miles. Das Asyl sollte gleich da vorne sein. Jo, Miles, was geht? Hey, das glaubst du mir nie. Ich hab gerade Spider-Man getroffen. Was? Wie krass? Hast du ihm unsere Hacking-App gezeigt? Oh, Mann. Hab ich's voll vergessen. Ach, Mann. Er hätte sie dir garantiert abgekauft. Und dann wären wir voll berühmt. Ja, nächstes Mal mach ich's. Ich muss weg, hab's meiner Mom versprochen. Ach, cool. Bis später. Feiglinge, City Hall Bombing killt 27. Au. Oh. 27 Tote, 58 Verletzte. Das war ungeil, ja. 2 von 28 gelesenen Daily Bugles. Wie soll ich denn das machen? Der Bauernmarkt ist eine gute Abkürzung. Oder auch nicht. Mann, für den geht's gut. Weitergehen, weitergehen!
Mann, keine Fotos. Einfach weitergehen. Soll das heißen, hallo, guten Tag. Ich gehe einmal so über den Markt. Aber was dann? Der Tourismus ist im Keller. Das kann auch Vorteile bringen. Wie Rabatte im Beckenspa? Halber Preis? Dafür würde ich aus dem Haus gehen. Du würdest dein Leben... Herr Kinger. Funktioniert die noch? Auch nicht schlecht, was er kann. Dann mal alle die Ausweise raus. Ausweiskontrolle. Soll das ein Witz sein? Es wird ewig dauern. Wenn die Drohne nicht wäre, könnte ich über den Zaun. Kennen Sie zufällig einen gewissen Martin Lee? Wow, das war zu einfach. Haben Sie ihn gesehen? Krass, dass Sables-Systeme ungesichert sind. Vielleicht schicke ich einen anonymen Tipp. Dann gehe ich wohl besser aus dem Weg. Okay, Hacking App, steh mir bei. Vielleicht die Sirene anschalten? Was soll das denn? Wieso kann ich hier nicht einfach weitergehen? Ich muss mal kurz vorher das Gebiet sondieren. Hier. Sirene einschalten. Setze Sektorüberprüfung fort. Gehe ich wohl besser aus dem Weg. Ach da. Okay. Gut, los jetzt. Zentrale, keine Vorkommnisse. Mal sehen. Ich kann unter dem Tor links durch oder über das Gerüst rechts drüber. Okay. Ruhig bleiben. Oh, oh. Ich muss ihn ablenken. Nein, kein Widerstand. Was ist Ihr Problem? Weißt du was? Das passiert, wenn Sie mich nicht. Da liegen ja echt jede Menge Wagen in der Stadt. Meine treuen Hörer, eine Menge Leute rufen an wegen dieser Sable International-Truppe, die die Polizei bei der Suche nach Verdächtigen für den Anschlag im Rathaus unterstützt. Ken auf Leitung 3 hat dazu was zu sagen. Ken, Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Zuerst einmal. Shit! Alter, du bist Kacker. Was? Gut, meine treuen Hörer. Eine Menge Leute rufen an wegen dieser Sable International-Truppe, die die Polizei bei der Suche nach Verdächtigen für den Anschlag im Rathaus unterstützt. Ken auf Leitung 3 hat dazu was zu sagen. Ken, Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Zuerst einmal, es ist mir eine Ehre, in Ihrer Show sein zu dürfen. Komm schon, ignorier mich. Das habe ich doch schon. Kann ich stattdessen ein T-Shirt haben? Nein. Kommt nicht zur Sache. Mein Kumpel bei der Polizei sagt, dass diese Sable-Leute nicht der Polizei unterstellt sind. Okay, ich bin in Sicherheit. Puh. Verdammt. Oh, hey, Mom. Hi, Schatz. Bist du gut im Feast-Asyl angekommen? Ja, bin gleich da. Miles, du weißt, dass du nicht im Asyl arbeiten musst. Doch, muss ich. Nein, du hattest die Wahl. Klar, und ich find's besser als die Therapie. Ich meine, es war hilfreich. Der Typ hat gesagt, jeder trauert auf seiner. Das hier ist meine. Okay, tut mir leid. Mom. Ja? Aber ich hab dich trotzdem, wenn ich nicht darüber reden möchte. Oh, mein Schatz, ich liebe dich so sehr. Wir stehen das durch, okay? Okay, ich muss weg. Ich ruf dich auf dem Heimweg an. Hätte ich jetzt eigentlich trotzdem die Möglichkeit, einfach hier frei komplett durch ganz New York zu wandern? Nein.
Wahrscheinlich nicht. La 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 la